Okay. Egal, was da jetzt kommt. Um Munition zu sparen, brauche ich erstmal das hier. Vielleicht ist das eine dumme Idee, dass später auch Menschen kommen. Alter Schwede. Das stimmt ja, oh Gott, das ist die Station. Die haben hier einen Extremzustand. Wurden überrannt. An der Nase lang laufen hier Viecher rum. Was hat mich denn getroffen? Ist nichts. Absolut nichts. Außer jede Menge Viecher. Und Geld. Also Geld habe ich jede Menge. Durch so viel, ich könnte theoretisch auch was verballern. Einfach so. Tja, also ich habe noch nie hier alle Einträge gefunden. Na, Kumpel, du dachtest doch nicht wirklich, dass du von mir fliehen kannst, oder? Solche kleinen Scheiße laufen hier immer durch die Gegend. Immer. Die ganze Zeit. Oh, fuck. Oh mein Gott! Nein! Oh. Wahrscheinlich bin ich da in ein Loch reingetreten. Schön! Wirklich, wirklich sehr schön. Jetzt kann ich das in Ordnung setzen. Da gibt es nichts.
das zählt sogar, wenn man gestorben ist. Hier gibt es absolut nichts. So, alles nochmal finden, was ich vorhin gefunden habe. Echt heftig. Da muss ich da jetzt echt drauf achten, dass ich da nicht in ein Loch reintrete. Oh, was ist das? Zum Anlocken? Wunschherz sein. Ein Loch. Die Drecksviecher, Mann. Überall. Nur für ein bisschen Munition bin ich jetzt hier hoch. Ah, sieh mal an. Und die wollen einfach nur nerven. Wofür ist dieser Raum hier? Keine Ahnung. Gesundheitspack. Ah, hier war ich schon. Ja, spiel Fußball damit, Artyom. Ist gut. Filter und sowas alles. Aber nicht für mich. Gibt es hier nicht irgendein Schriftstück oder so? Ah, sieh mal an. Naja, ich weiß, dass ich meine Flinte hier oben wiederfinde. Ich bin einfach ein Schriftstück. Ohne Witz. Ganz ehrlich. Das. Ach. Nee. Nee? Ich bin Artyom. Ich bin zu faul zum Schreiben. Ich sterbe, spawn ich da oben. Ist da was drin?
Ganz ehrlich, du schreibst nichts auf, Artyom. Die begegnet hier Tod und Verderben. Nö, ist schon scheiße, ne? Ja, die Viecher, die brauchen ja keine Luft. Die machen das ja einfach so. Stark männliche Stimme beim Zuhauen. Ach nee, aha, sieh mal an. Verzieht euch noch. Aua. Lass mich in Ruhe. Hex. Das ist quasi das gleiche, was ich da oben habe. Nix, komm schon. Ich erkunde hier und erkunde und erkunde. Da muss ich hin. Und da komme ich. Also will ich da hin.
ist meine Waffe. Theoretisch müsste die dann auch sein. Ist hier auf der rechten Seite noch ein Eingang? Ja. Meine Waffe. Werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. So, er ist aufgestiegen. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Yeah, und natürlich ist das ein Point of No Return. Fuck. Ich dachte, ich könnte noch was nachgucken, wenn ich hier reingehe. Und da ist das stattdessen der richtige Weg. Verdammt. Nur hat er gespeichert. Entschuldigung. Was? Ja, super. Munition dafür, aber... Einfach weitergehen. Das war laut. Das Monster ist Matsche. Das war eine Granate, oder? Ich darf sie nicht anfassen. Aber da ist Moon in dem Schrank. Moon? In dem da. Hey, aufpassen!
nur am Nerven, die Viecher. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Da! Lästig. Das Spiel will die ganze Zeit, dass ich es nehme. Alter, nervt mich das. Ich hab einfach keinen Bock, wegen jeder Scheiße gleich dieses Medipack zu nehmen, ganz ehrlich. Drauf geschissen. Ernsthaft. Das ist Bullshit. So eine lächerliche Scheiße hier. So, jetzt hier nochmal in den Schrank. Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Da ist noch einer! Schnauze. Da! Geil, Alter. Egal, wie oft ich jetzt hier sterbe, Mann. Kotzt mich an. Hey, pass auf, da ist ein Loch! Ja. Man kann auch da bleiben. Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Hey, aufpassen! Hey, was ist das? Sieht aus wie ein Draht. Ja, das wird auch ganz übel Bumm machen. Okay, wenn ich das jetzt mache, bin ich wahrscheinlich ein Idiot. Aber er hat eben gesagt, keine Granaten werfen, oder? Jetzt rate mal, was wir machen werden. Und tschüss. Gucken, wo wir jetzt hier sind. Ach lol. Oh, ein Safe. Für die verschlossene Schranktür, könnte ich wetten. Oh, ja. Gott sei Dank mache ich keine Wetten, ne?
das jetzt so eine gute Wahl war. Nicht sagen, dass das irgendwie falsch wäre, aber ich denke nicht, dass sie nur die Gehirne fressen, ich denke alles. Und nein, sie werden nicht zu solchen Kellern. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Man wird schon berühmt, wenn man den Himmel nur sieht. Ah, wichtig. Und wenn sein Sohn gestorben wäre, hätte ihn das umgebracht. Aber dieser Mann hat mich getragen. Auf seinen Schultern. Ich habe ihm geholfen, die Monster abzuschießen. Vielen Dank. Mama! Oh Gott, armer Seryosha. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Das kann ich nicht wieder gut machen. Aber nehmen Sie diese Patronen. Wenigstens etwas. Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten. Sie haben in dem zerstörten Gebäude draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Ranger. Einen verpasst, verdammt. Ich brauche kurz was. Kurzen Moment.
So, musste mich mal kurz selbst behandeln. Hat man, glaube ich, gehört. Ich musste mir was abmachen. Blut. Hier kann ich auch wieder nichts kaufen, oder? Doch, kann ich. Oh ja, Gott sei Dank. Kommen Sie später wieder. Ach, 30 ist das Maximum. Ein Heilmittel für alles. Sonderangebote, Rabatte, beste Waffen von den Schmiedemeistern. Nehmen Sie sie, ist die letzte. Leistungsstarke Sturmgewehr. Einfach kaufen und schießen. Das Geschoss wird aber früh zu... Hä? Was? Was ist das? Ein Sturmgewehr? Hübsche Waffe. Sie werden den Kauf nicht bereuen. Ja, Luftdruckwaffe. Nehmen Sie sie. Ist die letzte. Sehr schön. Anpassen. Was ist das? Verliert keine, selbst wenn ein Überdruck aufgebaut wurde. Oder Laservisier. Somit präzise Treffer. Dass man es zwischendurch aufpumpen muss, ist jetzt nicht so das Problem. Kann ich da noch was mitmachen? Laservisier. Luftdruck. Braucht ihr sowas? 40 Munition. Alter, nee, niemals. Aber ein Visier wäre nicht schlecht. Zweifach. Zweifache Zieloptik. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finden würde. Möglichst präzises Zielen von Zielen im Dunkeln. Jedoch ohne jedoch zu viel vom Sichtfeld zu opfern. Na gut. Hab ich mir extra wieder gebaut. Noch sind wir Gott sei Dank nicht bei diesen anderen. Das hier ist noch da. Oh, die Dinger sind auch tot. Wenn ich es mit diesen Waffen nicht schaffe, dann habe ich echt verkackt. Kommen Sie durch. Vielen Dank, mein Freund. Ich bin ganz wild drauf rauszugehen. Wenn hier das Kapitel aufhört, dann werde ich noch hochgehen und den Funkspruch absetzen. Ja, mach's gut. Das ist ja mies. Die schwarze Station ist nicht weit von hier. Aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Naja, wir kennen das schon. Den Eintrag hier, den haben wir schon mitgenommen. Ist reserviert?
das? Noch mehr kann ich nicht verkaufen. Der Rest ist reserviert. Gern geschehen. Sonderangebote, Rabatte, beste Waffen das Ganze von den Schmiedemeistern. Ich dachte, man kann da mehr mitnehmen. Fuck. Aber das Teil hier, niemals. Nehmen Sie sie, ist die letzte. Abgemacht. Vom Ziel im Dunkeln. Nehmen wir mal die hier. Gegen Überdruck. Bei geringen Entfernungen. Aus der Hüfte schießen, oder was? Ja. Kommen Sie durch! Naja. Kenner John, sorry. Fuck. Ich hab wieder mal gedacht, ich hab nicht genug nachgedacht. Okay, los geht's. Ich ging wieder nach oben, in die finstere Welt des postapokalyptischen Moskaus. Ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt. Aber ich wollte den letzten Wunsch des toten Kommandanten erfüllen und seine Nachricht zur Polis bringen. Genau so, und das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ja, bevor wir also zu viel Zeit verlieren. Na, siehst du? Hier. Ist doch perfekt. Ups. Seht ihr, ich habe mir keine Filter gekauft. Das ist der Unterschied. Nicht aufladen. Na gut, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Warte rein. Ciao.